bevor ich meine Aktionspunkte verbrauche, weil jetzt stirbt sie. Oh nee, sie stirbt. Oh Gott, ich bin doof, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ich habe nicht dran gedacht, dass die sich nicht bewegen wird. Oh. Naja. Naja, halb so schlimm. Halb so schlimm. So, lass mal sehen. Ich habe sie nicht in Reichweite. Das Buch benötigt 3. Dann bewegen wir uns 1, 2. Und geben einmal Magie. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch noch ein bisschen Wildzauber. Und wenn das gut läuft, heilt Ronald sich wieder. Oder Roland, glaube ich, heißt er. Nee, tut er nicht. Schade. Egal, macht nix. Wir laden unsere Waffen nach. Zack. Zack. Wunderbärchen. So. Von wo sind wir gekommen? Wir suchen einen Fisch. Ah, sieh mal. Frischer Fisch. Verschieben. Du findest nix. Okay. Nächste Etappe. Was haben wir jetzt hier? Aha, wieder ein kleines fieses Monsterchen. 2 kleine fiese Monsterchen. Aua. Aha, geblendet. Das finde ich aber nicht gut. Auf die Art und Weise sind wir nicht gerade nah dran. Und wir können auch nicht tauschen. Hm, ich glaube, dann bewege ich mich mal lieber. Oh je. Dann kriege ich ja aber nochmal Schaden, wenn die jetzt explodieren, oder? Nee, nee. Oder, doch, es wäre schon gut, dass ich das eine erwische. So. Weil jetzt explodiert es. Wenn ich Glück habe, erwischt es nicht nur sie, sondern auch das andere Vieh. Ja, das andere Vieh hat es nicht erwischt. Okay, macht nichts. Wir schießen auf das hier. Weil jetzt kriegt sie wieder Schaden. Gut, und jetzt kriegen wir auf die Mütze, was wir aber aushalten müssen. Oh! Okay, das ist einfach nur Pech. Gut, macht aber nichts. Ah, jetzt erreichen wir die wieder nicht. So, jetzt aber. Abracadabra, Simsalabim, dreimal schwarzer Kater, verrecke! Dummes Arschloch. Ja, ja. Oh, was passiert? Was passiert? Ja, super. Das hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Okay, wir heilen mal den Ronald. Roland. Nicht Ronald, Roland. 15 von 28. Und wir verwenden es gleich nochmal. Dann sind wir wieder voll. Sehr schön. So, was haben wir hier drin? Ein Hackebeil. Das brauchen wir nicht. Fisch. So, verschieben. Das X markiert das Ziel. Aha. Das X. Sieh mal einer an. Oh je. Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Felsen mit einem riesigen X, aber die Furche, in der der Stein liegt, impliziert, dass er erst vor kurzem hierher geschafft wurde. Das ganze Konstrukt sieht ein wenig instabil aus, als könntest du die kleinste Bewegung erst ins Rollen bringen. Oder schlimmer. Dann heben wir ihn mal. Okay. Dann drücken wir ihn mal. Oh, wir sind auf ein richtiges Survival-Dingenskirchens gestoßen, ne? Wisst, was ich meine. So, Zigaretten wollen wir direkt verwenden. Nee, die bewegen wir mal. Die verwenden wir, wenn wir irgendwie auf 3 oder niedriger sind. Und das hier können wir leider nicht mitnehmen, aber das brauchen wir momentan auch nicht. Wir merken uns einfach, wo es liegt. Und jetzt sind wir wie... Ey, wirklich hat... Sieh mal, der hat uns hier einmal ganz im Kreis geführt. Wir hätten auch direkt dorthin gehen können. Okay, hätten wir wahrscheinlich nicht, weil... Naja, wir das nicht gefunden hätten, aber wie dem auch sei. Gut, jetzt lass mal sehen. Hier ist eine geschlossene Tür. Das ist da, wo der Fischer lag, nehme ich mal an. Ja, Hütte. Hm. Hier gibt's noch eine andere Hütte. Wo müssen wir denn lang? Ich gehe mal hier hin. Das ist links, geradeaus, rechts. Also, dann gehen wir mal hier...
geradeaus und rechts. Bin ich jetzt richtig? Nein, natürlich nicht. Wir müssen weiter geradeaus. Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Nee, wir müssen wieder zurück. Entschuldigung. Na gut, gehen wir wieder zurück. Wir haben ja Zeit. Ist ja schön hier. Ist ja nicht so, als würden uns im Sumpf diese Stechmücken irgendwie umbringen. Oder komische Pflanzen oder sonst irgendeinen Scheiß. So, jetzt sind wir hier. Jetzt nach Norden. Ist das hier Norden? Nein, das ist Süden. Das hier ist Norden. Gut. Mal sehen, was finden wir hier. Okay, hier waren wir schon, aber das hier hatten wir noch nicht. Ein kleiner Busch. Diese Blätter in der Heilkunde Anwendung finden. Die beschädigten Blätter lassen darauf schließen, dass ein Tier hier gegrast hat. Vielleicht findest du ja etwas Brauchbares. Nehmen. Was ist das denn? Heilkräuter. Heilung 12. Oh, sehr geil. Sehr geil. Dann bewege ich das einfach mal hier hin, weil das hier verwenden wir auch nicht so sehr. Das haben wir auch schon untersucht, das sind Fußspuren, ne? So, wenn wir jetzt rechts gehen, dann sind wir hier. Sieh mal, hier ist auch noch was. Ein Zettelchen. Denkt daran, einer nach dem anderen im Gänsemarsch vorzugehen. Nicht, dass ihr euch auf dem Weg zum Portal verirrt. Hojo. So, und hier ist eine verschlossene Tür. Ist es dieses Ding? Ich nehme jetzt nicht an, dass wir dort rankommen, oder? Hm. Naja. Wie dem auch sei. Wenn wir jetzt darüber gehen, dann sind wir dann hier in dieser. Da waren wir noch nicht. Komm, ziehen wir einfach mal durch. Sehen wir mal, was uns erwartet. Zwei Kultisten. Ah, und wieder jemand hat etwas verloren. Okay. Nehmen wir es auf. Zuerst auf die mit dem Gewehr. Peng! Und gleich noch einmal. Peng! Leider nicht, wie heißt das? Kritisch. Leider keinen kritischen Treffer. Dafür machen wir jetzt aber hier mit. Genau, das müsst ihr doch umhauen, oder? Wunderbar. Wunderbar. Mehr habe ich gar nicht verlangt. Ich mag die Klamotten, die die Kultisten hier tragen. Das wirkt so schön sommerlich. Ah, wunderbar. Kritisch. So, die kommen natürlich hier auf... Ah, nee, sie erneuert ihren Fokus. Okay. Das war ein Fehler, Schätzchen, weil jetzt wirst du gegrillt. Peng. Sogar kritischer Treffer. Sehr gut. Und... Ha, wunderbar, wunderbar. Mehr wollte ich gar nicht sehen. Wir haben die Mythosuhr auf diese Art und Weise auch nicht. Hey, sieh mal, und wir kriegen zurück. Ich glaube, wenn wir einen Kampf in unter einer Runde beenden, kriegen wir unser Zeug wieder zurück, also geistige Gesundheit, an der es mir persönlich manchmal fehlt, weil ich vergesse, wie die Dinger heißen, ne? Oh, ich sehe gerade, huch, nee, wir sollten nachladen. Wir haben noch 14 Schrotflintenpatronen, das ist mehr als genug, und von denen haben wir noch 15. Wie sieht's mit dem Buch aus? Zerstört. Oh. Und wie sieht's mit den anderen Sachen aus? Zerstört. Zerstört. Also ich weiß nicht, was die für Waffen hier haben, die nach irgendwie, sagen wir mal grob, weniger als 20 Schüsse irgendwie kaputt gehen. Aber naja, was will man machen? So, ich glaube, wir haben jetzt alles erkundet. Dementsprechend werden wir nun weiter nach Norden gehen. Ich will die Dinger nicht drücken. Ich weiß nicht, was dann passiert. Steht dazu vielleicht etwas? Drei Korallenzweige. Schließe das Portal, gelange zum Portal. Wir haben noch nicht drei Korallenzweige, wir haben nur einen. Und ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ja, super. Richtig gut, Junge. Hey, Meisterdetektiv. Gut, Messer brauchen wir jetzt nicht. Richtiger Meisterdetektiv sind wir. Nach Norden. Geh nach Norden. Da musst du hin.
Hier. Ich kann gar nicht sagen, wie ärgerlich ich das finde. Ein Kompass hier würde nicht schlecht sein. Würde echt nicht schlecht sein. Und ich bin trotzdem versucht, jedes dieser Dinger zu drucken, ja. Auszudrucken. Wir folgen einfach mal den Planken. Vielleicht finden wir ja noch was. Ich sagte den Planken. Vielleicht finden wir ja noch was. Also wir brauchen noch auf jeden Fall noch eine Korallenbeere. So, hier sind wir beim armen Fischersmann, der leider nicht mehr leben kann. So, was bist du denn? Ist das eine Pflanze oder ein schimmliger Baumstumpf? Etwas dergleichen hast du im ganzen Bayou noch nicht gesehen. Könnten sie durch das Portal verwandelt worden sein? Ja, höchstwahrscheinlich. Sieh dir das Ding doch mal an. Es hat Augen. So, Pflanze. Nee, ich sehe hier nichts mehr, außer natürlich dieses Ding hier. Drücken. Ich will das gar nicht drücken. So, wo sind wir hier? Hier waren wir noch nicht. Ein Zettelchen wieder. Stört weder Priester noch Priesterin während des Rituals. Okay. Machen wir nicht. Ich meine, machen wir schon, aber... Naja. Schütteln. Sehr schön. Heilkräuter. Bewegen. Zack. Oh, wir können nicht mehr Heilkräuter tragen. Okay. Dann würde ich sagen, wir wechseln... Nix. Wir merken uns einfach, dass hier Heilkräuter sind. So. Wieder was zum Drücken. Look out! Behind us! Oh je. Ist das so das, was mal der andere Fischer war? Those tentacles. It's almost like the monster in the asylum. Maybe it's a variation of it. Ja, höchstwahrscheinlich. Abart trifft sehr gut. That's the fisherman's body under all those tentacles. Those little beasts must transform. Oh oh. No time for that. Defend yourselves. Genau. So, dann haben wir hier 35 Leben und wir haben alle bestanden. Das finde ich sehr gut. Nein, er kommt zu nahe. Aua. Aufgehalten. Uff, habe ich was Falsches gegessen? Nein. Bewegen. Ja, toll. Das Aufgehalten ist super, ne? Nachladen tauschen können wir auch nicht. Ach, das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof. Das ist jetzt echt doof, aber ich werd trotzdem auf den hier schießen. Weil, auch wenn er jetzt explodiert, ist mir egal. Wir haben genug Heilkräuter. Wir haben genug Heilkräuter. Das müsste reichen. So. Ja. Habe ich damit gerechnet. Macht nix. Wir können den ja heilen, was wir auch direkt machen. Nein, können wir nicht. Wir sind nicht in der Reichweite. Ist gar nicht gut. Okay, können wir... Wir müssen uns sowieso bewegen. Sieh mal, ich bewege mich mal einen hier hin. So. Dann können wir heilen... Also was heilen, das mache ich nächste Runde. Ich werde jetzt erstmal auf den schießen. Pam. 10 Schaden, das ist gut. Nochmal, komm, kritischer Treffer. Oh, schade. Aua. 9 Schaden. Aushaltbar. So, ein bisschen Magieschaden. Kann nicht schaden. Und hoffentlich auch etwas Gutes für uns beim Wildzaubern. Oh ja, was passiert noch? Oh nee, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Nee. Fokus erneuern. So.
Damit wir einfach mal als Erster dran sind, ne? Gut, jetzt schießen wir nochmal zweimal auf den. Zack. Und gleich noch ein zweites Mal. Zack. Und das war's. Sehr schön. Und jetzt heilen wir uns ein bisschen. Also, der Roller, Ronald McDonald hier kriegt die Bandagen und die geben 12 Heilung. Die hier verwenden wir bei ihr. Sehr schön. So. Und jetzt gehen wir natürlich gleich zurück und holen uns die andere, das andere Heilkraut. Oh, wer ist das denn? Das ist nicht zurück. Hier hinten ist, glaube ich, zurück. Genau, hier ist das Heilkraut. Da vorne stand schon der Lamui. Bewegen. Zack, okay. Wunderbärchen. Jetzt brauchen wir nur noch... Naja, jetzt brauchen wir immer noch so ein Dingens. Noch mehr Heilkraut, von dem wir nichts mehr mitnehmen können. Ist das hier? Seltsame Pflanze. Diese vom Baumstumpf herabhängende Ranken winden sich wie die Tentakel eines Meerestieres. Noch schlimmer. Zwischen den zuckenden Tentakeln sperrst du einen nützlichen Gegenstand, wenn du dich überwinden könntest, danach zu greifen. Anfassen. Ah. Macht nix. Wir haben, was wir wollten. Beziehungsweise hatten wir noch nicht. Wir müssen immer noch das Zeug finden. Fragen wir mal den Lanui. Hast du noch sowas? Da seid ihr. Da seid ihr bereit, das Portal zu schließen? Nein, sind wir eben noch nicht, weil wir müssen noch eine Korallenbeere finden. Hm. Und wo finden wir diese? Also, wir sind nun hier. Da geht's dann zum Portal. Okay. Ich gucke einfach mal überall noch ein bisschen durch, ne? Kann ja nicht so schwer sein, die Dinger zu finden. Die sind ja recht auffällig, auch immer schön gekennzeichnet mit einem hübschen weißen Punkt, den wir eigentlich nicht übersehen können, es sei denn, wir waren an einem Teil der Karte noch nicht. Und mein scharfer Orientierungssinn hat sich mal wieder getäuscht. Mit scharfer Orientierungssinn meine ich planloses Umherstreifen. Okay. Wenn ich jetzt hier weiter die Planken entlang gehe, komme ich wieder da zurück. Ich gehe dann jetzt nochmal hier lang. Vielleicht finde ich ja noch was, aber hier waren wir ja auch schon. Hier geht's nicht weiter. Ist auch gut so, sonst würden wir wahrscheinlich im Morast versinken. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen das Portal schließen, ne? So, jetzt müssen wir ganz unten links sein, ja. Hier ist auch nichts mehr. Oh, hier ist was gemalt auf den... Ach nee, das sind Blutspritzer. Was haben wir hier? Heilkräuter noch mehr. Ein kleiner Busch. Nehmen. Ja, noch mehr Heilkräuter. Super. Sieben bis acht und die macht sechs bis zehn. Naja. Ich bin versucht, der hier... Fünf bis sieben. Sieben bis acht. Ich bin versucht... eine hiervon zu zerstören. Ich glaube, ich zerstöre diese hier. 5 bis 7, kritischer Treffer 40. Ja. Ich glaube, ich zerstöre die hier. Zerstören, ja. Und die hier rüsten wir aus. Nachladen ist sie voll. Und dann nehmen wir auch noch gleich Heilkräuter mit, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die gebrauchen werden. Dann haben wir noch zusätzlich zu den Bandagen, die wir noch übrig haben, noch mehr Heilkräuter. So, und wo zur Hölle haben wir jetzt diese gottverdammte Pflanze? Oh ja. Yeah.
Heilkräuter, wir brauchen Heilkräuter. Heilkräuter, wir brauchen Kräuter. Heilkräuter, leckere Heilkräuter. Ich komme mir hier so vor wie ein Risen, ein bisschen.